Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Weedman Begins Box von King Kyle. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Weedman Begins von King Kyle, das Ganze am 2.3., am 2. März erschienen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte es nicht am Schirm, dass es zu diesem Album auch eine Box gibt. Deswegen habe ich euch das am 2.3. nicht vorgestellt. Wie ich jetzt eben herausgefunden habe, gibt es wohl eine Box dazu und deswegen reiche ich das Ganze heute nach. Gut, wir haben hier eine Metallbox und auf der Vorderseite, auf dem Deckel, lesen wir hier oben King Kyle, Weedman Begins, und es erinnert vom Titel, also natürlich von diesem Logo, von diesem Weedman Logo in der Mitte, sehr stark natürlich an Batman, was mich sehr freut, mich als alten Batman-Fan. Und dann haben wir hier auch Szenen, die sehr stark an Batman erinnern. Wir haben hier einerseits Robin, der gerade hier einen durchzieht, der gerade an der Bonk zieht. Dann haben wir hier, das dürfte wohl eine Anlehnung sein, an Alfred, also an den Butler von Batman, der hier diverse Utensilien auf dem Tablett serviert. Und dann der Interpret Weedman himself. Ja, so sieht er wohl aus, nachdem er sich verwandelt hat. Und hier links oben dürfte King Kyle in Zivil sein. Wir haben eine Metallbox und hier auf der Seite, was ich sehr schön finde, mit goldenem Stift wurde hier unterschrieben. Hier steht King Kyle 054. Das Ganze ist durchnummeriert. Meines Wissens gibt es eine Gesamtauflage von 100 Boxen, also streng limitiert. Und meine in dem Fall Nummer 54. Rundherum das Ganze in diesem Metallic Design, in diesem Glanz Metallic Look. Auf der Rückseite haben wir einen Sticker von Deine Stadt klebt. Und dann lesen wir hier King Kyle nochmals und T-Shirt S. Ja, warum S? Die Box gab es meiner Meinung nach, oder meines Wissens, sowohl über den Street Shop als auch über King Kyle direkt. Ich habe es damals über Street Shop bestellt. Ich hatte das noch nicht, ich wusste es noch nicht, dass es über King Kyle auch irgendwie zu bestellen war. Ich habe es in dem Fall über Street Shop. Ich habe es in dem Fall über Street Shop bestellt und Größe war bei meiner Bestellung damals nicht auszuwählen, ist aber überhaupt kein Thema. Mir war es in dem Fall egal, ob das T-Shirt jetzt S, M oder L ist. Also ich muss ehrlich sagen, im regulären Fall normal trage ich M. S kommt drauf an, also ist dann meistens ein bisschen enger, aber haut hin. Und L ist dann natürlich sehr großzügig. Nachdem diese Shirts, diese Box-Shirts meistens eh relativ groß geschnitten sind, wird S, glaube ich, auch gut passen. Okay, wir machen den Deckel mal ab. So sieht das von innen aus. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier als erstes einmal ein Shirt. Dann haben wir das Album an sich. Einmal, zweimal Papes und Filtertipps. Und dann haben wir hier noch drei Sticker. So sieht die Box von innen aus. Alles in dieser glänzenden Metalloptik. Schön gemacht und bietet auf jeden Fall jede Menge Platz, um diverses zu verstauen. So, wir starten natürlich mit dem Album an sich. Das Cover kennen wir bereits, 1:1 wie auf dem Boxdeckel. Die drei Protagonisten. Okay. Dann haben wir hier hinten die Tracklist, 18 Stück an der Zahl. Und wir haben einige Features. Wir haben Features von Cypress Hill, das einzige Army-Feature auf dem Album. Und in dem Fall ist das Be Real von Cypress Hill. Dann haben wir ein Feature von Herzog, klar, die Thematik verbindet. Juni, Marsbitter, Armani, MC Boogie und Frauenarzt. Und dann haben wir hier noch Emiliano, Connex und Shaq. Das waren die Features. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Und hier sehen wir nochmal den Weedman in der Profilansicht. Sieht auf jeden Fall etwas böse aus. So, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir bereits. Und dann haben wir hier, jawohl, hier haben wir die ganzen Tracks des Albums einzeln aufgeschlüsselt. Wer war daran beteiligt, wer hat den Beat produziert, etc.
Also hier die ganzen Infos zu den einzelnen Tracks. Hier haben wir auch nochmal den Joker. Im Kampf mit Weedman scheinbar. Und dann haben wir hier Grüße gehen raus an. Also so eine Danksagung, Shoutout. Alles in diesem Giftgrün gehalten. Könnt ihr euch natürlich in Ruhe durchlesen. King Kyle. Gut, dann haben wir hier diverse Firmen, diverse Logos. Also es dürften die sein, die irgendwie mit King Kyle zu tun haben, die Kooperationen am Laufen haben. Okay. Und dann haben wir hier noch Releases von King Kyle. Also, meines Wissens das vierte Album von King Kyle. Ihr seht, der junge Mann ist auf jeden Fall aktiv. Also, viertes Solo-Album. Und dann haben wir hier diverse Tracks. Ja, also eins zu eins nochmal die Tracklist. Die CD sieht so aus, in schwarz und blau gehalten. Wolkenkratzer sehen wir hier, also dürfte wohl New York sein. Hier hinten wieder, also wie auch schon auf der CD aufgedruckt. Dann haben wir zweimal Papes und Filtertipps. Und zwar, das sieht man sehr selten, ungebleicht. Die meisten ja dann weiß und irgendwie gebleicht, aber diese ungebleicht, naturbelassen. Hier haben wir noch die Adresse zu King Kyles Instagram-Profil. Könnt ihr ihm auf jeden Fall folgen. Ja, ihr kennt meine Meinung zu solchen Boxinhalten. Ich muss ehrlich sagen, ich fange nicht viel damit an, da ich weder rauche noch kiffe. Allerdings war es mir natürlich bewusst, wenn man Rapper wie King Kyle konsumiert oder deren Boxen kauft, dass so etwas dabei sein wird oder dabei sein muss in dem Fall. Ist nicht weiter schlimm für mich. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich irgendwie im privaten Freundeskreis verschenken oder einfach so aufheben. Aber ich kann mir die Musik trotzdem gut geben. Also auch wenn ich jetzt nicht der große Kiffer bin oder mit der Thematik an sich jetzt nicht so viel anfange. Aber ich höre mir wirklich gerne die Musik an. Genauso wie zum Beispiel von Herzog habe ich auch jedes Album und jede Box gekauft. Weil es einfach guter Rap ist und ich mir auch Tracks über Drogen hin und wieder geben kann. Also das schließt sich nicht aus. Und abgesehen davon ist der gute Mann, also King Kyle, sehr, sehr sympathisch. Schaut mal die Interviews oder irgendwelche Sachen von dem, kann ich echt nur empfehlen. Gut, dann haben wir hier noch drei Sticker an der Zahl, allesamt quadratisch. Einmal haben wir hier diesen Cover-Sticker. Also hier das Cover nochmals quadratisch als Sticker von Deine Stadt klebt. Und dann haben wir hier noch ein Stück größer, ebenfalls quadratisch, diese Weedman Begin Sticker. Sehr groß das Ganze. Solche Hochglanz Sticker. Auf jeden Fall schön gemacht. Gut, und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt. Dieses sieht so aus. In weiß gehalten und dann haben wir hier auf der Brust das Cover. Hier nochmals quadratisch aufgedruckt. Neckprint haben wir keinen. Und das freut mich besonders. Und zwar haben wir es zu tun mit einem B&C Exakt 190. Schöne Abwechslung zu den ganzen Fruit of the Loom oder Gilden Shirts. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem quadratischen Coveraufdruck hier im Brustbereich. Sehr farbenfroh das Ganze, hauptsächlich blau und grün. Ist natürlich so eine Sache, also alleine hier, dass man sieht, Weedman Begins und dann die ganzen Symboliken hier recht eindeutig. Ist natürlich eine Frage, ob man sich damit irgendwie identifizieren kann. Aber in meinen Augen so rein von der Gestaltung, von der Grafik her sehr gelungen. Kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe S, wie gesagt, gab es auch in M oder L. Die drei Sticker jeweils quadratisch. Dann zweimal Papes und Filtertipps, jeweils unbleached, also ungebleicht. Und natürlich das Album Weedman Begins an sich.
das alles in dieser wunderbaren Box. Weedman Begins von King Kyle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr King Kyle unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.